Macht natürlich auch Sinn, dass YouTube nochmal aufläuft. Macht auch Sinn, ne? So, seid nochmal gegrüßt auf YouTube. Danke fürs Einschalten zu einer weiteren Runde. Sons of the Forest, wo ich leider gerade ein bisschen zu schneiden. Leider gerade ein bisschen buggy unterwegs, wenn man irgendwie dachte, er hat einen Stein in der Hand, aber er hat keinen Stein in der Hand. Und ich kann mein Inventar jetzt nicht öffnen, weil er denkt, dass er einen Stein in der Hand hat, den er aber nicht in der Hand hat. Das ist ja toll. So, heißt, ich werde das Spiel einmal schnell neu laden. Wir haben ja eh nichts geschafft bisher, außer erstmal gemerkt, ob es abends oder morgens ist. Das ist ja blöd. Virginia läuft da unten rum. So, läuft die Aufnahme auch weiter. Ich habe das Spiel einmal schnell neu geladen. Bin ja nicht anders. Jetzt versuchen wir hier nicht irgendwie gleichzeitig Fleisch und Steine zu greifen. So, das erste Stück Fleisch. Das zweite Stück Fleisch. Brauchen wir ein bisschen was zu trinken. Winter kommt trotzdem wieder, ne? Auch hier schneit es jetzt. Der wird nicht mehr lange dauern, ist ja alles gefroren. Das heißt, dann können die Bekloppten natürlich auch hier rüberlaufen, ne? Denkt so, wenn man es hier rundherum macht, ist alles sicher, aber stimmt ja gar nicht. Ja, dann kommen sie übers Eis. Ja, trotzdem Glück, wir wollen heute die Schrotflinte finden, hier auch im Singlespiel. Weil, ja, noch geht's ja von der Kälte her, denke ich. Es ist zwar irgendwie kalt und nass, aber ich glaube, länger warten sollten wir eigentlich nicht mehr. Da oben liegt sogar schon Schnee. Wahrscheinlich nur, weil ich so ein bisschen in tieferen Lagen bin, ist noch kein Schnee da, oder? Also praktisch läuft mir jetzt im Schnee davon. Möglichst weit im Norden. Müssen wir mal kurz. Inventar funktioniert. Die Schaukel haben wir. Das Fernglas hat mir letztens auch für Zufall irgendwie mitgenommen. Ja, guck mal, das zieht so langsam hier runter. Der Winter. So cool gemacht, ne? Beim letzten Mal war es sonst immer irgendwie zack geschlafen und dann wurden wir wieder aufgestanden und auf einmal war alles hell. Haben wir noch ein bisschen Rehhaut eigentlich? Können wir das doch? Wie können wir das? Ein Stoff und zwei Tierhaut. Können wir so ein bisschen. Ein bisschen Fell können wir uns anziehen. Der müsste doch eigentlich für uns länger warm bleiben. Ersetzt damit aber nur die Mutantenrüstung, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Vielleicht ist das Mutantenfleisch warm, ich weiß es nicht. So. Guten Abend, Christian, moin, Felten, moin. Moin, Markus. Ja, das war hier Sons of the Forest, ne? Gibt's auf YouTube bei mir schon 40 Folgen circa im Single und auch 40 Folgen im Multi. Oh, schon gefroren. Ist ein Horror-Survival-Game. Ein bisschen geht's aber auch um Craften, um schön bauen. Man kann das Ganze natürlich wild durchwaschen und versuchen, möglichst schnell die Story abzuarbeiten. Man kann aber auch einfach hier ein bisschen im Wald den einen oder anderen Baum fällen. Ne? Gehen wir einfach hin und dann kann man sich da, kriegt man da ein paar Hölzer raus. Sind das natürlich nicht in das Innenloch kalt, obwohl ich Rehhaut anhabe. Egal. Ja. Lege ich jetzt hier erstmal hin. Da können wir es irgendwann mal brauchen. Haben wir mit Multi auch gemacht, ne? Von wegen, oh komm, dann liegt das Holz erstmal da. So, wir wollen aber trotzdem jetzt Richtung Norden, weil da zu diesem I in da oben, in einem, hier in unserem Display sehen wir das. Weil ich weiß, da gibt es für uns die Schrotflinte auszugraben. Und da wir beim letzten Mal die Schaufel geholt haben, ist es eigentlich ziemlich leicht und graben die aus. Da sind zwar ein paar Bekloppte unterwegs, aber wir wollen ja uns nicht lange aufhalten, von daher. Ja, passt schon. Ich weiß auch gar nicht, wo wir diese andere Schlüsselkarte gefunden haben, ob wir es auch ausgegraben haben im Spiel, ich weiß nicht. Man verwechselt dann halt auch die Spielstände miteinander, wenn man das einmal im Multiplayer spielt und einmal im Singleplay.
und vom Spielstatus eigentlich auf ähnlicher Höhe ist. Also hier ist eine. Das war auch schon so eingewachsen aus. Da ist der Höhleneingang. Ein Drucker. Wie sieht denn unser Bestand eigentlich aus? Müssen wir was drucken? 18 Steinpfeile habe ich. Oh, ich habe nur 3 gedruckte Pfeile. Dann will ich tatsächlich mal kurz erstmal hier hingehen. Denkt hier ist böse, aber die Höhle weiß ich, ne? Die ist friedlich, da passiert nicht viel. Muss man mal einmal hier schon mal durchlaufen Richtung Bunker. Dann sind wir hier in der kleinen Kammer. Da liegt wieder eine neue Solarplatte für uns. Ein Druckerzeugs, ist ja neu, ne? So. Und Pfeile wollen wir drucken. Hier können wir auch ein paar aufsammeln. Das ist auch, wo es die Armbrust gibt für diese roten Pfeile. Aber die ist nicht ganz so leicht im Single zu holen, würde ich behaupten. Machbar ja, aber dafür müsste ich noch besser equipped sein. Das heißt, wir bräuchten eine komplette Ersatzknochenrüstung. Bisschen technisch haben wir hier 4 Rüstungsteile. Eine Mutantenrüstung. Aber ansonsten ist nicht viel zu holen, ja. Na, guck mal, schön aufgefüllt. Den drucken wir nochmal. 3-mal sollten wir drucken, dann haben wir mit dem restlichen Pfeilen, die wir noch hatten, so ungefähr eben 18 Stück. Taschenlampe. Oh, es kostet nur Batterie, ne? Vielleicht nicht Not. Fünf Granaten hätten wir aber sogar. Das ist nicht so verkehrt. Ohne Faserpfeile haben wir auch viele. Was ist denn der Elektroschrott hier? Leiterplatte haben wir 10 mittlerweile. Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen echt mehr strucken. Ja, wenn er das so wegwirft, dann ist es halt alles ein Zeichen dafür, dass wir davon schon zu viel im Inventar haben. Die kriegst du auch moin. Oh, dann eigentlich einen Schrotflinte. Eigentlich hat man ja Flinten 25. Schrotflintenkugeln 26. Ist ganz gut. Nächster Druck. So, jetzt haben wir irgendwo diese Platten. Da können wir jetzt ein bisschen Leiterplatte dazu machen. Dann brauchen wir Draht, Klebeband und eine Batterie. Dann haben wir hier so eine High-Tech-Rüstung. Ups, ja. Ne? Ein Stück können wir noch in Auftrag geben, dann war's das. Also zack, 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 zack. So gemerkt, hotz. Jetzt geht Johnny moin. Danke fürs Einschalten. So. Bauen wir rein. Einen Lappen. Mal 6 Stück haben wir da liegen. Ich glaube, insgesamt kann man 10 Rüstungsteile haben. Wir werden mal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Naja, man weiß es nicht. 10-mal steht da. Also 10 Rüstungsteile wird man insgesamt haben können. Gut. Wir haben alles gedruckt, was wir drucken konnten. Also gehen wir wieder raus hier. Ja, und schon sind wir draußen wieder in der Kälte, ne? Im Winter. So. Hä? Im Winter? Habe ich doch gerade eben gesagt. Der Winter da vorne auf. Oh ne, jetzt kommt der Winter. Bisschen spooky, ne? Versuchen wir vor dem Winter zu fliehen.
Ja, so ein Besuch unten am Strand lohnt auch immer, weil da gibt es Munition. Und wenn man hier schon mal auf dem Weg ist. Sollte man da vielleicht mal schnell mal einen Abstecher machen. Irgendwie waren noch auf Zelte, wo es Granaten gab oder irgendwas, oder? Ist schon dran vorbei. Oma, moin, sein. Ach, danke fürs Einschalten. Wir sind hier genauso in dieser Wetterschneise gerade. Von liegt noch kein Schnee oder liegt Schnee? Kurz meine Rennenergie einmal aufladen. Da läuft schon ein Beknackter da hinten, das ist nicht Kevin. Aber mit dem wollen wir uns nicht lange aufhalten. Also es würde höchstens Sinn machen, wenn man wirklich einen Haufen drin findet und die alle abballert und nichts verliert an Energie. Das sind sogar drei oder so. Und dann schnell ein kleines Feuerchen oder vier sogar, ein Feuerchen macht, um die ganzen Knochen zu kriegen für Knochenrüstung. Jetzt haben wir die Pistole, auf der 2 den Pfeil, oben auf der 3 die große Axt. So, moin, hier sind wir wieder. Neue Platine, haben wir nämlich gerade welchen verbraucht. Muss noch was zu essen oder was zu trinken, ist egal. So, Munition haben wir. Die kann man, da brauchen wir keine mehr. Gleichzeitig wieder ein neues Klebeband gefunden, also alles gut. Hier sind Mahlzeiten. Andreas auch moin. Da liegt noch ein bisschen Geld rum. Noch mehr zu essen, aber man kann nicht auf Vorrat essen. Wo die hingelaufen sind. Das ist nicht so einladendes Wetter hier natürlich, ne? Schönes Gewitter da über dem Berg. Seile haben wir 10, also auch voll aktuell. Ich wollte jetzt nur wissen, ob wir irgendwie Seile suchen sollten. Und Knochen. Haben wir ja auch 8 Stück, die können wir alle verbrauchen. 2 Seile dazu. Dann ein Klebeband dazu. Und dann vertühlen wir das. Dann haben wir auch schon mal 2 Knochenrüstungersatz. Das eine lag da schon rum, also 3 Knochenrüstungersatz, ist gut. Also sind wir schon bald tatsächlich geequipped, um diesen großen Unterwasserbunker zu erkunden. Mehr, ne? Eine volle Ersatzrüstung. Ja, ein bisschen schade, dass ich das vorher nicht gewusst habe, da oben auch das wäre mit der Schaufel, weil wir waren halt erst letztens hier, ne? So schöne Schneespuren.
Wir sind fast auf direkten Wege dahin. Dann schauen wir das vielleicht noch. Jetzt sollten wir uns tatsächlich auch mal so ein Gefährt dann irgendwo nehmen. Es gibt ja diesen komischen E-Scooter. Im Multiplayer hatten wir Probleme damit, weil ne, erstmal kriegt ja nicht jeder eins und dann... Ach, das kann auch nicht jeder gleich mit um. Das ist nicht ganz so leicht, das Gerät. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich an die Wege hält und damit gut einigermaßen lenken kann mit diesem Elektrogerät, ist man wesentlich schneller von A nach B auf der Insel. Mal so sind wir eine Viertelstunde unterwegs, um irgendwie von unserer Base zu der Ausgrabungsstätte zu kommen. Oh, erst moin. Mail habe ich eben gelesen. Also, ne, Fokus ist erstmal Feldarbeit, aber wenn dann noch, also, ne, das andere ist auch Feldarbeit, aber erstmal die eigene Insel und dann mal gucken, wie das mit der Mission weitergeht. So ist es gleich viel schöner, wenn es nicht wieder schneit. Jetzt haben wir schön hier Winterlandschaft. Herrliches klares Wetter. So, im besten Fall sind wir gleich bei dem I angekommen und dann dürfen wir die Schaufel einmal schwingen. Da sind aber auch eine Menge von diesen kleinen Kannibalen und so unterwegs. So. Man wird wahrscheinlich nicht komplett in Ruhe schaufeln können. Einige sind gegen die Bäume gefahren. Ja, ich selber am Anfang ja auch. So, hätten wir, ich kann ja die 9 sonst hier mal nehmen, ne? Damit wir die Schaufel gleich immer schnell wechseln können. Wenn wir genervt werden, nicht jedes Mal ins Inventar, um die Schaufel wieder zu zücken. Ich meine, mit Pfeil und Bogen fühle ich mich immer schon ganz sicher, aber tatsächlich in so einer Höhle im Nahkampf. Die Schrotflinte nochmal. Da war schon der erste. Ein anderes Level. Blöd, Mann. Zieht denn die Pfeile nicht, falls man nicht trifft, so ich gerade. Multi habe ich erstmal das ganze Gemüse weggehauen. Können wir auch im Winter graben hier, ne? Ja. Nochmal für GPS-Gerät aufmachen. Wenn man sieht, wo die Location ist, hier sollte Schrotflinte sein. Da sehen wir sie schon, bei der Freigaben brauchen wir dann auch nicht groß. Schrotflinte collected. Haben wir tatsächlich geschafft. Diese kommen ja wieder irgendwelche komischen von überall, ne? Weiß nicht, es scheint nicht. Also irgendwie ist gefühlt, es liegt da noch ein GPS-Sender drin oder sowas. Genau, jetzt glaube ich, ist das I auch verschwunden auf der Karte, nämlich. Ja, da haben wir gleich Spielgefährten, ne? Also mehrere tatsächlich. Aber vielleicht auch so viele, wo ich sage, tut das überhaupt Not, dass wir uns jetzt mit denen anlegen? Irgendwie nicht, oder? Muss eh los. Ich wollte ja gar nicht bleiben bei euch. Tschüss.
Quatsch, können die uns eh nicht hinterher rennen. Sehen wir, was da vorne noch genau grünes blinkt. Das ist die Küche, glaube ich. Aber in der Küche kam man noch nicht weiter, meine ich. Da war irgendwas. Küche gibt es ein bisschen was zu essen. Auch natürlich wieder ein paar Bonusartikel, wollte ich gerade sagen. Aber was dann wieder interessanter ist. Glaube ich, das andere I, was man oben freigraben kann. Ich glaube, Virginia ist da aktuell, wenn man das oben richtig sieht. Bei dieser einen Höhle. Sieht man nämlich auf der Minimap. Virginia, glaube ich, steht da rum. Und da, meine ich, haben wir diesen großen Bunker freigegraben. Aber nicht mehr, ob die da noch da unten. Eigentlich, ich glaube, die Höhle ist auch friedlich. Ob sie ist, würde ich sagen, schauen wir uns aber geschickterweise in der nächsten Folge an. Rotflinte legen wir uns gleich mal auf 8. Ist wohl geladen, brauchen wir nichts machen. Von daher heißt es erstmal vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. In der nächsten Folge schauen wir, was da unten sich aufhält. Ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.